So sehen Sieger und Siegerinnen aus. Zumindest wenn sie in Landau geboren sind und sich auch in Landau weiterhin geborgen fühlen. Denn es ist für die Stadt an der Isar mit 35.000 Einwohnern ein wichtiger Standortfaktor, ob ein eigenes Krankenhaus mit Geburtshilfe vor Ort ist oder ob man nach Dingolfing oder Deggendorf ausweichen muss. Vor allem die Geburtenstation in Landau stand auf der Kippe, nachdem einige Hebammen wegen der unsicheren Lage gekündigt hatten. Bei der Landkreisversammlung in der Landauer Stadthalle wurde aber bald klar, dass tatkräftiges Bürgerengagement in Verbindung mit neuen Medien schnell neue Fakten schafft. Ich bin stolz darauf, auf alle, die da mitgeholfen haben, das zu organisieren, die sich im Facebook leidenschaftlich dafür engagiert haben, in der Petition und auch bei der Lichterkette und natürlich alle, die im Hintergrund da gearbeitet haben und allen voran unsere Hebammen, die trotz wirklich dieses vorher sogenannten Damoklesschwertes, die über ihnen schwebt, weitermachen, weiter hier in Dienst machen und die in dieser minimalen Besetzung praktisch jetzt die letzten Wochen rund um die Uhr gearbeitet haben. Der Streit um den Erhalt des Krankenhauses währt schon länger. Zwei defizitäre Häuser in Dingolfing und Landau konnte sich der Landkreis nicht leisten. Deshalb suchte man sich mit dem Klinikum Deggendorf einen starken Partner. Organisatorisch wurde dabei durch Synergieeffekte viel eingespart. Bei den Fachabteilungen wurde die Geburtenhilfe Dingolfing zum Haupthaus, Landau zur Belegabteilung ernannt. Dort müssen aber laut Gesetz genügend Hebammen tätig sein, sonst muss die Abteilung geschlossen werden. Mit der nun gefundenen Lösung sind alle zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Der Weihnachtswunsch, dass wir Hebammen bekommen, der ist eingetreten. Damit ist auch die Voraussetzung gegeben, dass die Abteilung weitergeführt werden kann. Und wir haben ja nicht verhandelt in der Vergangenheit und diese Sitze am MVZ teuer gekauft, damit wir es dann innerhalb der ersten Monate dann gleich wieder schließen. Ich bin sehr froh, dass jetzt das Konzept umgesetzt werden kann, das Christian Bernreiter und ich ausgehandelt haben. Zusätzlich soll das Krankenhaus Landau nächstes Jahr mit rund 8 Millionen Euro saniert werden. Bis 2018 ist der Fortbestand des Hauses gesichert, sofern immer genügend Hebammen in der Geburtshilfe zur Verfügung stehen. Ja, ich bin mit dem Ergebnis schon sehr zufrieden. Das zeigt mir, das stimmt mir optimistisch. Das freut mich auch. Ich werde das jetzt persönlich dann auch sagen, dass man da nicht bloß demonstriert oder kritisiert, sondern dass man selber das Heft des Handels in die Hand genommen hat, sich gekümmert hat. Ich glaube, dass das schon jetzt klar geworden ist, dass wir auch als Vertragspartner zum Vertrag stehen und dass damit natürlich eine Sicherheit gegeben ist. Und dann haben, sage ich jetzt immer, die Netzwerke unter den Hebammen haben dann funktioniert. In Dingolfing geht die Post ab. Die Stadt sei dynamischer als Landau, meinte Landrat Heinrich Trapp bei seiner Rede. Die Landauer dürften ihn mit ihrem erfolgreichen Engagement für das Krankenhaus Landau eines Besseren belehrt haben. Ich denke, dass es auf alle Fälle ein Zeichen war und der Landauer Wille ist klar geworden, dass die Geburtsstation weitergehen muss und egal, was uns in den Weg gelegt wird, zu Rechtens oder nicht zu Rechtens, es wird was dagegen getan. Bis 2018, da sind wir mal sehr froh, dass es soweit gesichert ist. Und bis dahin ist nur Zeit, dass man noch mehr bewegen kann. Und das andere, dass wir einfach hoffen, dass Landau und Dingolfing in Zukunft wirklich gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das wünschen wir uns einfach einmal. Und ich hoffe, dass das auch in Erfüllung geht. Spätestens Mitte Dezember muss der neue Dienstplan für die Geburtenabteilung im Krankenhaus Landau stehen. Bis dahin müssen die neuen Hebammen ihre Verträge unterzeichnet haben. Die Landauer sind sich sicher, das klappt.